Hey meine Lieben, willkommen zum neuen Video von mir. Heute gibt es endlich mal wieder eine Hörbuch-Rezi, aber es bezieht sich nicht auf ein spezifisches Hörbuch, sondern auf eine Hörbuchserie, die sich Eve Dallas nennt und der ich einfach total verfallen bin. Es gibt schon 14 Teile davon als Hörbuch, ich glaube als Bücher sogar noch mehr. Und ich habe jetzt gerade eben vor vielleicht 2 Minuten den letzten, den vierten Teil zu Ende gehört. Ihr seht, ich habe noch 10 Teile vor mir, was noch ziemlich viel ist, aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich liebe diese Eve Dallas-Reihe. Ich bin der total verfallen und ich werde so schnell wie möglich die anderen Teile immer hintereinander hören, weil ich es einfach über alles liebe. Und ja, jetzt bin ich wieder scharf. also erstmal so kurz ein paar Basic-Daten geschrieben. Oder ja, geschrieben sind die Hörbücher von Nora Roberts unter einem Pseudonym, ich glaube J.D. Robb. Und gelesen oder gesprochen, sagt man da eher, ist das alles von Tanja Gehlke, ich finde, sie ist eine extrem gute Sprecherin. Ich glaube, ich kenne sie jetzt nur aus diesen Eve Dallas Hörbüchern, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall ist die Stimme einfach perfekt. Es passt einfach so. Ich habe so ein richtig tolles Bild von dieser Eve Dallas und die Stimme ist einfach fantastisch gemacht und vor allen Dingen, sie ist die einzige Sprecherstimme in diesen Hörbüchern und trotzdem spielt sie jeden anderen Charakter, der in diesen Hörbüchern drin ist. Für den hat sie eine ganz eigene Stimmfarbe, einen ganz anderen Stimmklang. Und von daher, das ist schon mal echt richtig toll gemacht. Noch ein paar Sachen zu Eve Dallas. Also ich glaube, ich erkläre euch erstmal, worum es geht. Was ich schon mal sehr interessant finde, es spielt nicht in unserer Zeit, sondern es spielt 2058. Also in dem Hörbuch, was ich jetzt gehört habe, war genau 2058. Was ich schon mal ziemlich cool finde, weil natürlich die Zukunft, also ist alles relativ noch ähnlich so. Klar, ich meine, eine Autorin kann ja auch nicht total abgespacede Sachen da bringen, aber es sind doch ziemlich viele technologische Fortschritte. Die Autos können fliegen und aber es ist alles noch relativ in Ordnung. Also es sind keine extrem krassen Veränderungen, ja, aber also es ist nicht jemand, also wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, wenn das so Science Fiction ist, nein, das ist es überhaupt nicht. Also mich stört es überhaupt nicht, also nur ein paar technische Dinge, die sowieso wahrscheinlich schon irgendwann verwirklicht werden würden, aber egal, darauf kommt es auch nicht an. Es spielt alles in New York und zwar geht es eben da um die Polizistin oder eigentlich ist sie schon mehr, sie ist halt einfach Eve Dallas, sie hat einen ziemlich hohen Rang dort als Kommissarin oder Polizistin auf jeden Fall. Und sie ist halt eine Person, die es in ihrem Leben nicht immer sehr einfach hatte, beziehungsweise in ihrer Kindheit wurde sie vergewaltigt von ihrem Vater. Sie weiß nicht mal, wer ihre Eltern wirklich sind und hat da kaum Erinnerungen dran oder beziehungsweise verdrängt es auch alles ziemlich stark. Und sie hat es bisher nicht einfach gemacht, aber hat sich zu einer sehr tollen Person entwickelt, die wirklich sehr stark ist, sehr mutig vor allen Dingen. Also bei manchen Szenen denke ich mir wirklich, wow, diese Frau hat so viel Mumm und so viel Kraft und so viel Biss, kann man wirklich so sagen. Und ich bewundere diese Frau wirklich, auch wenn es nur ein fiktiver Charakter ist. Also das ist wirklich echt extrem gut. Und genau, natürlich auch in Zukunft zu New York passieren immer noch sehr, sehr viele Mordfälle, sehr, sehr viele Dinge, die nicht passieren sollten, aber so ist es nun mal. Und generell ist es eigentlich eine Krimiserie. Also ich bin ja überhaupt kein Krimi-Fan, gar nicht. Also wirklich null. Ich mag auch keine Horrorsachen und Krimi ist auch schon wieder fast zu viel für mich. Aber dieses Hörbuch vereint einfach so viele tolle Aspekte. Also es geht auf der einen Seite, also weißt du, es sind nicht irgendwie Krimis, wo man dann, wo einfach irgendwie so, wie soll ich das erklären? Also es ist alles immer sehr detailliert, sehr, sehr gut gemacht. Ich meine, da wird es auch nicht direkt beschrieben, wie der Mörder jetzt jemanden zerstückelt oder sowas. Ja, das würde ich mir auch nicht anhören, das würde ich nicht so gut verkraften. Aber die Morde sind einfach sehr, sehr subtil und sehr, subtil ist das richtige Wort? Nein, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sind die Morde einfach extrem gut ausgedacht und vor allen Dingen immer mit Hintergrund. Also ich habe bisher noch keinen Mord erlebt, wo einfach so aus Lust und Laune oder so gemacht wurde oder einfach, ja, also und das finde ich wirklich gut. Die haben alle eine Geschichte und es zieht sich auch immer
durch das ganze Hörbuch durch. Also es passieren jetzt nicht in einem Hörbuch 5 Morde, sondern es geht, also es kann schon mal passieren, aber die haben halt meistens die Zusammenhänge. Und das ist auch das, warum Eve Dallas, also auch wenn ihr am Anfang niemand glaubt und sagt, ach, das kann doch gar nicht sein, so wie zum Beispiel jetzt bei dem 4. Teil, wo ich gerade gehört habe, gab es 4 Selbstmorde. Und natürlich, sie waren offensichtliche Selbstmorde, weil man hat keine Spuren von irgendeinem Mörder gefunden, weil es auch keinen Mörder in dem Sinne gab. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es war sehr viel ein virtuelles Spiel, die viel mit Gehirnkontrolle, Gedankenkontrolle zu tun hat und in dem Sinne dann die Menschen verführt hat, sich umzubringen oder dazu gebracht hat, sich umzubringen. Und am Anfang hatte das niemand geglaubt, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, sie ist eine sehr verbissene, sehr willensstarke Frau, die dann das eben beweisen wollte und ja, hat sie dann eben auch. Und die Geschichten gehen eigentlich zwar im Endeffekt, natürlich haben sie ein Happy End, jede Geschichte, aber sie sind trotzdem immer so extrem spannend, dass man wirklich die 11-12 Stunden, wo so ein Hörbuch geht, wirklich so da sitzt und denkt, ja komm Eve, du schaffst es, und mit ihr mitfiebert und es ist alles so toll und die Geschichten sind einfach so gut ausgedacht und so viel Hintergrund und die Charaktere sind einfach super, super gut ausgearbeitet. Es ist niemand irgendwie flach oder langweilig oder so. Jeder hat so sein eigenes Päckchen irgendwo und es ist einfach fantastisch. Und was natürlich auch total fantastisch ist, es ist einfach die Mischung von diesem ganzen Hörbuch. Wie ich schon gesagt habe, es ist in der Zukunft, es ist ein Krimi, aber es hat auch ziemlich viel mit Liebe und auch Erotik zu tun. Also sowas, was ich am Anfang wirklich nicht gedacht hätte. Also nicht in Erotik-Sinn von Shades of Grey, nein, sowas nicht. Aber es ist doch schon relativ viel, weil sie lernt gleich im ersten Roman, und zwar habe ich mir sogar aufgeschrieben, ich habe mir alle 4, die ich bisher nochmal aufgeschrieben habe, weil die haben sehr coole Namen. Der erste heißt Rendezvous mit einem Mörder und das hört sich natürlich auch schon richtig klasse an. Und ich will euch natürlich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber falls ihr die Serie jetzt durch mich anfangen wollt zu hören, würde ich mich natürlich sehr freuen. Aber ich glaube, ich muss es trotzdem sagen, weil sonst ergibt der Rest nicht mehr so viel Sinn. Auf jeden Fall, lernt sie dann halt Rock kennen. Fragt mich nicht, warum er einfach nur Rock heißt. Er heißt einfach nur Rock. R-O-A-K. Und er ist der reichste Mann der Welt zu dieser Zeit. Und er ist sowas wie Bill Gates irgendwie. Also ich denke auch, dass er so Mitte 30 sein wird. Ich denke mal, dass die alle so in diesem Alter sind, wo da so spielen. Normal bin ich auch mehr so ein Teenie-Typ, logischerweise. Aber da muss ich wirklich sagen, finde ich es echt klasse, weil es ist kein Teenie-Drama und so. Es ist wirklich, es ist echt, es ist authentisch und es ist, ja, einfach toll. Aber noch kurz zurück zu ihm. Also sie lernt ihn in diesem ersten Roman Rendezvous mit einem Mörder kennen, weil er eben unter Mordverdacht steht. Und zwischen den beiden entwickelt sich schnell diese Chemie. Das können beide nicht kontrollieren, beide auch nichts dran ändern. Und was daraus jetzt weiter entsteht, will ich jetzt nicht weiter sagen. Aber wie ich schon angedeutet habe, es ist auch ein bisschen so Erotik und Sex mit dabei. Also natürlich haben sie eine Beziehung und auch mehr, aber was genau mehr, sage ich jetzt nicht. Wobei, doch, muss ich eigentlich schon sagen, weil nämlich, naja, okay, ich komme erstmal noch kurz zum zweiten Teil, der heißt Tödliche Küsse und der dritte Teil heißt Eine mörderische Hochzeit. Ja, klar, da könnt ihr euch natürlich denken, dass es so weit führt, aber auch zwischen den beiden ist es immer ziemlich spannend. Es ist nicht so Larifari, dass sie sich dauernd um den Arm fallen und ach, du bist der Einzige für mich und ich liebe nur dich und ach, zum Glück habe ich dich gefunden. Und nein, so ist es nicht. Es ist nicht so schnulzig. Die beiden haben beide eine sehr schlimme Vergangenheit, sowohl sie als auch er. Und gerade am Anfang ist es sehr, sehr schwierig, der Umgang mit beiden, also mit für sie so zusammen, auch was das Sexuelle angeht und alles, weil sie eben als Kind auch schon vergewaltigt wurde und es ist eben alles nicht so einfach, aber sie kämpfen für ihre Liebe und es ist einfach immer wieder so wunderschön, das alles mit anzusehen und sie überwinden einfach alle Differenzen, die sie haben und ja, es ist einfach nur traumhaft und einfach nur wunderschön und auch Rock ist in meinen Augen natürlich irgendwo ein perfekter Mann. Er ist schon so ein bisschen wie so ein Christian Grey. Er sieht gut aus, er hat sehr viel Geld, er ist
ist ein sehr mächtiger Mann. Natürlich, sowas reizt halt eine Frau nun mal. Und sowas kann ich auch verstehen, dass Nora Roberts genau so einen Typen genommen hat. Weil es wird natürlich nicht passen, wenn sie einen aus der Gosse nimmt, der sich von Pfandflaschen sammeln über Wasser hält. Natürlich, das passt nicht. Das funktioniert nicht in so einem Roman. Und natürlich spricht es auch Hörerinnen wie mich mehr an, wenn da ein gut aussehender, reicher Typ auch mit die Hauptrolle ist. Und ja, dann eben die Geschehnisse zwischen den beiden schön erzählt werden. Und ja, ich schweife gerade ein bisschen aus. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange darüber reden. Ich wollte euch einfach nur sagen, wie sehr ich diese Hörbuchreihe liebe. Und den letzten Teil, wo ich jetzt gehört habe, heißt Bis in den Tod. Und der nächste Teil, der fünfte Teil, wo ich bald hören will, ist Kuss des Killers. Klingt natürlich auch extrem gut und einfach auch die Namen sind fantastisch gewählt. Es sind einfach so Namen, wo man sofort wissen will, was da passiert. Und was ich auch mit dem besten Punkt finde, die Hörbücher ziehen sich zwar schon ein bisschen mit. Ich würde immer so zwischen 10 und 12 Stunden sind die meistens lang. Natürlich, das zieht sich und manchmal denkt man sich, okay, kann das jetzt ein bisschen schneller gehen? Aber im Endeffekt, es gehört einfach alles dazu. Und das Beste ist einfach, dass man nie wirklich weiß bis zum Schluss, wer der Täter ist. Also man bekommt zwar als Hörer bevor es Eve Dallas weiß, bekommt man als Hörer so einen kleinen Anschubser in die Richtung, wo man so Vermutungen anstellt. Aber ob es dann derjenige auch am Ende ist, das ist meistens nicht so. So wie jetzt beim letzten Teil, wo ich eben gehört habe, hatte zwar die eine Person was damit zu tun und wurde auch verhaftet und hat sich auch einiges zu Schulden kommen lassen, aber er war im Endeffekt nicht der Mörder, beziehungsweise nicht derjenige, der die Leute in den Selbstmord getrieben hat, ne? Und es ist einfach unglaublich gut gemacht, weil es meistens die Menschen sind, von denen man es nicht erwartet. Und ja, es bestätigt mir einfach nur darin, dass diese Hörbuchserie so, so toll ist und ich würde am liebsten jeden Tag neues Hörbuch anfangen, aber das ist, ja, also es geht natürlich nicht, aber würde ich am liebsten. Und es macht einfach so viel Spaß, es auch zu hören. Nicht, weil es jetzt besonders fröhliche, glückliche Hörbücher sind, das jetzt nicht. Ich höre nicht auf mit dem Hören und sag, oh Gott, das war das wunderschönste, romantischste Hörbuch überhaupt. Nee, aber es bewegt einen irgendwo auch, weil, wie schon eben gesagt, jeder hat so sein Päckchen, jeder hat so seine Geschichte. Und ich bin auch wieder extrem auf den neuen Roman gespannt, wie gesagt, Kuss des Killers. Und da habe ich jetzt auch schon mal ein bisschen gelesen, dass es einfach darum geht, dass, ja, natürlich auch wieder um Morde, aber dass sie diesmal in ihrer eigenen Firma, im eigenen Polizeipräsidium den Mörder suchen muss und dann auch eine Leiche vor ihrer Haustür findet. Und das natürlich dann eine krasse Warnung ist und ich bin da jetzt schon wieder total scharf drauf, den Teil zu hören, würde ihn am liebsten sofort wieder kaufen, aber ja, so ein Hörbuch, naja, muss man sich auch immer überlegen, ob man sich das gleich kauft, so hintereinander, aber ja, ich würde schon fast sagen, dass ich süchtig danach bin, es macht einfach super viel Spaß, ich freue mich morgens immer, wenn ich weiß, ich kann jetzt wieder ein bisschen hören davon und ja, es ist einfach nur großartig. Also man merkt, dass da eine große Schriftstellerin wie Nora Roberts hintersteckt, weil es einfach unglaublich gut geschrieben ist. Es ist nie langweilig. Also natürlich, wie gesagt, es zieht sich ab und zu, aber trotzdem ist es nicht langweilig. Also es sind so viele tolle, ausgearbeitete Charaktere und es ist einfach nur unbeschreiblich toll. Und ich würde sagen, ich lasse es jetzt einfach mal mit dem Gerede, weil ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, außer schaut es euch mal auf Audible an. Ich werde einfach mal den ersten Teil verlinken und dann kommt ihr automatisch schon zu den anderen Teilen, die dann gleich als Vorschlag da sind. Und schaut ihr euch einfach mal an, wenn es euch gefällt, dann, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin einfach so unendlich begeistert von diesem, von dieser Hörbuchreihe, weil es so vielfältig ist. Man kann es nicht in eine Schublade stecken, weder in Science Fiction überhaupt nicht, in Krimi auch nicht und in Erotik auch nicht, weil es einfach eine Mischung aus allem ist, aus sehr viel Spannung und ja, weil einfach auch jeder Mörder so sein ganz eigenes Ziel verfolgt, seine ganz eigene Strategie hat und wie schon vorher gesagt, ihr braucht echt keine Angst haben, wenn ihr auch nicht so auf so ein Zeug steht. Ich bin normal echt nicht so jemand, aber das sind wirklich Hörbücher, von denen ich keine Angst bekomme oder keine, ja, ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht, was ich noch sagen soll, außer schaut es euch an, ja. Gut, und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass es euch mal wieder gefallen hat, so ein bisschen mehr über Hörbücher noch zu
erfahren, beziehungsweise über diese Hörbuchserie einfach. Und ja, ich denke mal, ich mache irgendwann auch mal wieder ein Update, wenn ich zum Beispiel wieder 4 oder 5 weitere Hörbücher davon gehört habe, dann kann ich euch ja nochmal sagen, wie ich es weiterhin finde, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mir irgendwann langweilig wird. Und ja, gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, freue mich sehr über euer Feedback. Falls ihr schon gelesen, gehört habt, irgendwas darüber gehört habt, würde ich mich natürlich auch über eure Meinung freuen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!